Soul of Braunschweig, das ist eines der besondersten Konzerte, das wir hier haben in dieser Saison. Ich glaube, ihr werdet eines Tages mal sehr stolz darauf sein, bei dieser ersten Show dabei gewesen zu sein. Viel Spaß. Viel Spaß. Wir sind ja hier nicht nur, um euch zu unterhalten, sondern ihr unterhaltet ja auch uns, ne? Also, wenn Sibo euch fragt, all we need is, sagt ihr Soul Power, okay? Wir üben das jetzt, okay? Sibo, 3, 1, 2, 3. Do we need it? Soul Power! Or do we want it? Soul Power! Or do we need it? Soul Power! Yeah, we got to have it! Soul Power! Or do we need it? Soul Power! Or do we want it? Herzlich willkommen zu Soul of Braunschweig. Mein Name ist Andrew. Ich bin Serjan. Ich bin Lilith. Und wir sind jetzt heute, wie ihr seht, nicht alleine da, sondern wir haben sehr viel Verstärkung mitgebracht. Wir werden es gleich auch nochmal vorstellen, wer alles genau da ist. Aber als erstes sind die dran, worum es heute wirklich am meisten geht und wo wirklich der Fokus drauf liegt. Und zwar auf unsere 10 Soulies hier. Einmal Sibo, Ilias, Marie, Emily, Vivian, Fine, Chiara und Tiara. Und da einmal bitte einen heftigen Applaus. Ja, okay, steht vorne. Vorne stehen. Alles live. Also, wir haben das Privileg, euch heute durch diesen Abend zu führen. Und das wird nämlich folgendermaßen ablaufen. Die Birdies werden jeweils ihren eigenen Song vorspielen und davor werden wir sie ein paar Fragen stellen über ihren Song und über wie sie hier gelandet sind und alles. Was hoffentlich positiv ist. Also, genau.
Und am Ende werden sie jeweils noch Duos bzw. auch ein Trio vorstellen, also einen Song, den sie zu dritt geschrieben haben. Und ja. Und bevor wir das Ganze anfangen, würde ich nochmal eine Dankungssagung sagen. Boah, der war nicht schlecht. Ja. Und zwar an alle Beteiligten und die, die uns das ermöglicht haben. Das einmal das Wolters Applausgarten, das Urban Culture und für Bird selbst mit Tiana, Billy Ray und Lilith. Genau. Das Ganze hat uns noch unterstützt Shireen. Und als Video-Production-Team hatten wir Colenda Pictures. Und als Fotografin haben wir Mel, wenn ich sie gerade nicht sehe. Sie macht gerade bestimmt Fotos. Sie hat einen schönen Hut auf. Sie läuft hier auf jeden Fall öfter mal rum. Und sonst ein Danke an die Band. Da haben wir John mit dem Schlagzeug, Malte mit dem Keyboard. Achso, erstmal so, genau. Malte mit dem Keyboard, Billy Ray mit dem Keyboard. Genau. Joey mit der Gitarre. Und Karl mit der Gitarre. Und zunächst haben wir Kilian mit dem Bass. Yeah. Und danke nochmal an die Streicher Julia, Theresa, Katrin und Christian. Yes. Ich hoffe, ihr habt einen angenehmen Abend. Safe. Let's go. Hugo, komm her. Also, wir fangen das alles eigentlich immer mit einem Zitat an. Und bei dir ist das Zitat: Ich brauche kein Drama wegen damals, ich brauche ein Buch. Würdest du das bitte interpretieren? Ich interpretiere das sehr gerne. Ich brauche kein Drama. Genau. Jeder von uns hat auf jeden Fall in seiner Kindheit oder so Sachen erlebt, die vielleicht nicht so schön sind. Und ich sage nur, ich brauche jetzt diese ganzen Sachen nicht mehr. Ich brauche ein Buch, also Ruhe. Sehr schön. In deinem Song redest du auch ganz viel von Liebe. Also es ist kein Liebessong, aber definitiv ein Song über Liebe. Was für eine Liebe meinst du da genau? Genau, ich meine die Liebe, die von den Menschen gegeben wird, die nicht immer echt ist. Und deswegen, been in love, never help me solve my problems. Also diese Fake-Liebe hat mir nie aus meinen Problemen geholfen. Weil vielleicht diese Leute, die einen dann geliebt haben, diese Probleme gar nicht verstanden haben. Und wie gehst du mit diesen Leuten heute um? Also ich probiere immer noch ich selber zu bleiben und dieser warmherzige Typ, der immer mit Humor dabei ist und einfach mein Leben zu leben. Also genau, es gibt Leute, die verlassen einen und das ist auch gut so. Und es gibt Leute, die bleiben bei einem, auch gut so. Sehr schön. Und weißt du, was auch gut so ist? Dein Song. Let's go. Let's go. Trying to find my way, I'm never gonna stop it. Blow to the ceiling with my blood, we gon' pop.
einige Posts of life. Ey, der Nicke nicht Zeit. Too much tears, he meinte, my Johnson life should have twice, then I would cry. Can't decide, but I know it's right. But I know it's right, yeah, yeah. In my head is hurricane, too much weed is in my brain. Baby, please call my name or come around, I'm about to change. My heart's a hurricane and I hope you will change. And you won't from my brain, yeah. You were here, you were there, yeah. Now you think it's fair, you didn't care, yeah, yeah, yeah. Now I'll still be here, but I didn't tear, yeah, yeah. Been in love, never let me solve my problems. Trying to find my way, I'm never gonna stop it. Blow to the ceiling with my blood, we gon' pop it. We gon' gnarly, so we gon' gnarly. Been in love, never let me solve my problems. Trying to find my way, I'm never gonna stop it. Blow to the ceiling with my blood, we gon' pop it. We gon' gnarly, so we gon' gnarly. If you for real, I'ma love you. If I feel I can trust you, I don't know if you feel it too. That's why I'm asking you. Been in love, never happy, so my problems. Trying to find my way, I'm never gonna stop it. Blow to the city with my blood, we gon' pop it. We gon' gnarly, so we gon' gnarly. Been in love, never happy, so my problems. Trying to find my way, I'm never gonna stop it. Blow to the city with my blood, we gon' pop it. Ein bisschen Kritik an euch. Ihr steht nicht und ihr singt nicht mit. Ihr macht das andere überhaupt nicht gleich. Also, ich brauche da mehr Action von euch. Wir geben euch so viel, aber wir bekommen irgendwie nicht so viel zurück. Dies ist eine toxische Beziehung. Okay. Where is the spirit? Where is the soul power? Denkt an die Kinder. War doch nicht so schwer. Nee, nee, ihr könnt eigentlich stehen bleiben. Also, als nächstes bitte Emily. Ja, 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 ja. Also, du singst heute deinen wundervollen Song Better Things to Do. Und dein Zitat, das du jetzt auch interpretieren darfst. Why should I reflect your damn impatience? Genau, also damit meine ich eben, dass es halt eben viele Leute gibt, die ich halt auch schon getroffen habe in meinem Leben,
die halt mega ungeduldig sind. Also man fragt die was und die wollen halt direkt Ergebnisse sehen und die können auch irgendwie nicht drauf warten. Also da haben die immer ein Problem mit und man wird halt auch immer so schon voreingenommen, wenn man halt schon Ziele genannt bekommt, zum Beispiel irgendwie von Leuten, die sagen, ja hey, willst du nicht das und das werden, aber da hast du ein 6 Jahre Studium oder sowas. Und ja, ich bin halt nicht so irgendwie die Person, ich kann auf die Dinge warten, weil ich weiß, die werden kommen, also auf gute Dinge. Und ja, Mann, das ist so das Ding, warum sollte ich so ungeduldig sein wie ihr? Was ist, worauf wartest du gerade? Anzufangen. Nein, 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 du hast noch eine Frage von mir, tut mir leid. Okay. Sorry. Wo denkst du, kommt dieser Zeitpunkt? Alright. Okay. Rude. Der Zeitdruck, genau. Der Zeitdruck kommt, glaube ich, halt einfach so, einfach schon, wenn man merkt, dass man sich irgendwie ein bisschen der Gesellschaft auch anpassen muss und dass man so diesen Frame hat, wo man halt eben drinne sein muss oder irgendwie ja das einfach vorgegeben bekommt. Und da ist irgendwie so eben mega dieses, ihr müsst das da und da immer schaffen und dieser Zeitdruck ist irgendwie schon mit einem so mit, also wird einem mitgegeben, da man immer irgendwie so eine Zeitspanne braucht. Zum Beispiel auch irgendwie hat jeder in so seinem Werdegang so berufsbildende Sachen und da wird einem halt schon gesagt, ja okay, also was ist denn dein Traum? Und dann kommt man und sagt, ja, du kannst das in 2 Jahren erreichen und das. Und das wird einem halt schon so gesagt, sodass man schon so voreingenommen wird, dass es halt eine Zeitspanne braucht. Und ja, deswegen ist, glaube ich, so das Ding. Was möchtest du mit deinem Song bewerkstelligen? Hört nicht auf die anderen. Macht euer Ding und zieht yes, durch. Yes, yes, yes. Und jetzt machst du dein Ding. Yes, sir. Said good things gonna take time. Whispers were made in silence, but I hear her loud in my mind. And how long it's gonna take, I will hold on, hold on. No matter what they say, I stay strong. I've been waiting for the word to give me a sign. The people believe there ain't no other way, so you better start listening to things I say. Why should I fulfill your expectations? Why should I give you an explanation? Why should I need to show you we got better things to do? Why should I reflect your damn impatience? Why should I give you an explanation? Why should I need to show you we got better things to do? That you ever wanted. Just take your strength and will, the gifts that you were born with. Even if you're later scared, you ain't giving up, giving up. I know you know the rules, you got one shot. Even failure are a part of the right direction. Some people try to give you a bag full of prediction, but what they don't understand is that we don't want science fiction. Why should I fulfill your expectations? Why should I give you an explanation? Why should I need to show you we got better things to do? Why should I reflect your damn impatience? Why should I give you an explanation? Why should I need to show you we got better things to do? And even if I fail, I would keep on going, cause I would find my peace through every storm. So tell me what you're waiting for. Tell me what you're waiting for. Why should I fulfill your expectations? Why should I give you an explanation? Why should I need to show you we got better things to do? Thank you.
other things to do. Dankeschön, Emily. Thank you. Und als nächstes versuchen wir mal was ganz Neues. Digitalisierung nennt man das, glaube ich, heutzutage. Und zwar haben wir eine, die leider in der Türkei wegen Quarantäne steckt und dabei heute leider nicht dabei sein kann. Und ich werde sie jetzt trotzdem interviewen, beziehungsweise wir versuchen das Ganze. Ich versuche das Handy ein bisschen näher an Mikro zu halten, damit ihr auch die Antworten hört. Oder hilfst du mir? Sehr wohl. Und ich mache jetzt einfach Jada Stand. Und ihr Songtitel ist Schauen hin, schau weg. Als erstes würde ich dann fragen, wieso hast du diesen Titel gewählt? Was bedeutet er für dich? Kann ich schon? Ja. Super. Erstmal schönen Abend an alle. Ich hoffe, ihr genießt es bis jetzt. Ich grüße euch ganz herzlich. Ja, warum ich den Titel ausgewählt habe, und zwar, leider habe ich mit Alltagsrassismus zu kämpfen und das ist eigentlich die beste Zeile, die meine Lebenssituation beschreibt, wenn Menschen mich auf der Straße ansehen. Deshalb habe ich den Titel gewählt und ja. Genau, und als zweite Frage, woran kritisierst du das an der Gesellschaft? Hängt das eher damit zu tun, dass sie nicht zuhören oder einfach wenig Verständnis an den Tag legen? Ich denke, zuhören kann jeder, aber Verständnis haben hat keiner. Also ich denke, wenn man anfängt, ein Empathiegefühl aufzubauen, hat man eigentlich alles gelöst, aber da fing eigentlich alles an. Ich danke dir, jawohl. Da das ganz schwierig sein würde, dass sie jetzt irgendwie singt, haben wir eine Coverband gegründet. Eine Jada-Coverband, ja. Eine Jada-Coverband. Und die versuchen jetzt, die haben noch ganz schnell ihr Text gelernt und das war auch ein bisschen schwer, sage ich jetzt mal. Aber ihr habt ja zusammengearbeitet, alles mitbekommen, die ganzen Monate lang. Ich glaube, ihr werdet das hoffentlich annähernd so drauf haben wie sie. Aber ich glaube, sie ist bei euch mit ihrer Energie und gibt euch die Energie. Ich wünsche euch viel Spaß. Ich wünsche euch auch viel Spaß. Schau hin, schau weg. Ich will schreien, aber bleibe still. Zu viel Energie verschenkt, doch die Leute wollen es nicht erkennen, was es unter der Fassade gibt. Alles, was sie sehen, ist ihr eigenes Bild. Schaue hin, schaue weg, das erklär ich euch, weil ich seh nicht schlecht. Schaue hin, schaue weg, was hat all das hier für einen Sinn und Zweck? Es gibt tausende Geschichten, aber nicht. Sag mir, was gibt dir das Recht? Jeden Tag derselbe Scheiß. Ich renne, doch mir fehlt die Zeit, um zu sagen, was ich sagen will. Ich will schweigen, aber bleibe still. Zu viel Energie verschenkt, doch die Leute wollen es nicht erkennen, was es unter der Fassade gibt. Alles, was sie sehen, ist ihr eigenes Bild. Schau hin, schau weg, wenn ich's eh nicht check. Schau hin, schau weg, was hat all das hier für Sinn und Zweck? Es gibt tausende Geschichten, aber niemand will sie lesen. Schau doch hin, schau nicht weg, sag mir, was gibt dir das Recht? Lass sie reden, lass sie reden, lass sie reden, lass sie reden, lass sie reden. Lass sie reden, lass sie reden, es fängt an, ja. Lass sie reden, lass sie reden, lass sie reden, ja. Lass sie reden,
lass sie reden und das jeden Tag. Lass sie reden, lass sie reden, lass sie reden, ja. Lass sie reden, lass sie reden, das verdammt mir ab. Lass sie reden, lass sie reden, lass sie reden, ja. Lass sie reden, lass sie reden und das jeden Tag. Lass sie reden, lass sie reden, lass sie reden, ja. Lass sie reden, lass sie reden, das verdammt mir ab. Schau hin, schau weg, was erklär ich euch, wenn ich seh nicht schick. Schau hin, schau weg, was hat all das hier für ein Sinn und Zweck? Schau hin, schau weg, was erklär ich euch, wenn ich seh nicht schick. Thank you! Genau, Jada, hast du noch was zu sagen? Wie fandest du es? Ihr wart der Hammer! Sag nochmal alle Tschüss zu Jada, bitte. Warte mal ganz kurz. Warte mal, warte mal, warte mal. Jetzt. Jetzt. Vielen Dank, Jada. Dankeschön, dass ihr das für Jada übernommen habt. Und als nächstes kommen wir jetzt schon zu Marie. Und sie, ihr Text, ihr Song handelt um Liebe. Und der Titel ist Why My Love Drive People Mad. Das sagt schon auf jeden Fall meiner Meinung nach viel aus. Und du sagst in deinem Lied jetzt vorweggenommen, they say I'm too young to know, but I'm not. Was ist deine Stellung dazu? Also, ich bin 13 Jahre alt und ich habe mich nicht mehr so kürzlich, aber ich habe mich von meiner Familie geoutet, gesagt, hey, ich mag keine Jungs, ich mag Mädchen. Und oft, wenn man sich in dem Alter, und gerade wenn man sich in einem jungen Alter outet, dann kommt immer dieses, kommt oft der Spruch, du bist noch jung, das kannst du doch noch gar nicht wissen, woher willst du das wissen? Leg dich noch nicht fest und all das. Und das geht mir eben so tierisch auf den Keks, deswegen möchte ich das in den Song verarbeiten und sagen, hey, sag mir das nicht. Ich weiß, dass ich jung bin, aber es muss doch trotzdem nicht heißen, dass ich das nicht wissen kann. Sehr stark, sehr stark. Und du hast dich nicht davor versteckt, du hast die Entscheidung getroffen, einfach selbstbewusst vor deiner Familie und vor der Öffentlichkeit zu sein. Aber was trägt sowas alles mit sich? Also im positiven Sinne erhält man natürlich viel Unterstützung und vielleicht kommen auch Leute zu dir und sagen, hey, mir geht's genauso, danke, dass du das so offen sagst, ich fühle mich nicht mehr alleine so, aber es gibt natürlich auch, leider gibt es noch sehr viele, also nicht sehr viele, aber es gibt noch diesen negativen Aspekt, der damit sich kommt und einfach dieses, genau das, was ich gerade gesagt habe, dass man dieses zurückbekommt von wegen so, ja, du bist zu jung, du kannst es noch nicht wissen und auch dieses ganze negative, homophobe Gelaber, das sowieso leider immer noch ein bisschen im Alltag drinsteckt und das kommt eben zurück und das ist, ja. Da hast du auf jeden Fall recht und lass nicht so lange reden, erzähl den Leuten, was für Gefühle du hast und zeig, was du drauf hast. Thank you.
the sunrise, shining warm upon our faces, winter all our favorite places. And I wanna hold her hand, but sometimes I feel like a kid, getting lost so I can feel the city. Some confused and some look pretty. I wanna love who I love, they say I'm too young to know, don't know. Feel like my life's been getting better since the day that I met her. And I know I can never be this happy with a boy. Only thinking about her makes me so rush. I know the thoughts are running through my head. Why is it that by just loving her gets so many people mad? Just confused, that's all. I'd say go down from that high as you fall. So tell me what to do. I think I know it better than you. Cause who I love and whose love I witness is simply none of your business. I wanna love who I love. They say I'm too young to know, no, no. Feel like my life's been getting better since the day. And I know I could never be this happy with a boy. Only thinking about her makes me so much joy. I know the thoughts are running through my head. Why is it that by just loving her gets so many people mad? I've been thinking about it, I've been thinking about it. And I ask myself, and I ask myself, am I wrong? But I doubt it, yes I doubt it. My life's been getting better since the day that I met her. Just let me love for the air I love. Don't tell me I'm too young to know, cause I'm not. Oh yes, my life's been getting better since the day that I met her. And I know I could never be this happy with a boy. Only thinking about it brings me so much joy. And other thoughts are running through my head. I realize I don't care if we get so many people mad. When my love drives the people mad. When my love drives the people mad. When my love drives the people So, danke nochmal an Marie für ihren Song und wirklich ihre Interpretation von ihrem Standpunkt und einfach mal auch den Mut, auch an alle, die bis jetzt waren, einfach mal den Mut dafür, dass sie sich trauen, hier auf der Bühne zu stehen und wirklich dazu zu stehen, was sie hier machen. So, als nächstes darf ich Fine zu mir bitten. So, für alle, die Fine noch nicht kennen, Fine ist eine Rapperin, die erste Rapperin, die wir heute auch haben. Boom, und boom, 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 boom! Genau, einmal lernen. Und Fine ist sehr, 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 sehr stark in dem Thema Feminismus. Aktiv, interessiert, beschäftigt sich damit, klärt andere Leute auf und setzt wirklich Messages. Und das ist wirklich das, wofür sie heute hier ist. Aber ich will gar nicht zu viel vorwegnehmen. Wir sind dabei gestartet mit dem Thema, dass du Rapperin bist. Was ist es erstens für ein Gefühl, in dieser dominanten Männerwelt von Rap irgendwie da so zu sein und wirklich seinen Standpunkt mal klar zu machen? Und was gibst du jungen Rapperinnen mit, wenn sie genau diesen gleichen Weg auch gehen wollen?
Also erstmal für mich war das immer gar keine Frage, mache ich jetzt keinen Rap, weil das eine Männerdomäne ist. Weil ich bin damit aufgewachsen und ich fühle das so sehr in mir drin, das Genre Hip-Hop. Und ich stehe, seit ich 4 bin, vor Mike und freestyle und habe das, glaube ich, auch lange für mich. Also vielleicht konnte es mir auch nicht so eingestehen und habe dann erstmal auch so gesungen, weil erstmal, also so einen kleinen Typen, der da steht, so einen kleinen Jungen, der dann rappt, da sind viele dann so, ey, voll cool, da wird später mal Rapper, aber so kleine Mädchen, die da irgendwie sind und rappen, das hat man halt nicht so gesehen. Aber ich habe das einfach, glaube ich, gemacht, ohne nachzudenken. Und deswegen ist es jetzt auch für mich selbstverständlich, dass ich mich hier hinstelle. Und ich würde allen Rapperinnen mitgeben, dass sie sich dieses Recht nicht wegnehmen lassen. Dass genau, das ist doch ein Applaus wert, oder? Der Name deines Tracks ist Wann verliebe ich mich in mich? Das ist ein Satz, den ich, Sergeant und auch Lilith wirklich das erste Mal gehört haben und was wir auch wirklich sehr schade fanden, weil wir gesagt haben, wir hängen mit so vielen Leuten, die älter sind als du und trotzdem haben wir diesen Satz noch nie gehört. Diese Reife war irgendwie anscheinend noch nie in unserem Umkreis so da, dass man diesen Satz wirklich mal an den Tag gebracht hat und einfach mal gesagt hat oder gefragt hat, wann verliebe ich mich in mich? Wie bist du auf diesen Satz, wie bist du auf dieses Statement überhaupt gekommen? Ja, ich glaube, dass das eigentlich eine Frage ist, die sich viele unterbewusst stellen, nur sich irgendwie nicht getraut wurde auszusprechen. Weil ich habe schon viele Songs gehört, in denen es irgendwie um Dating geht, dass man sich endlich mal verlieben will und irgendwie niemanden findet und dass die ganzen Online-Dates nicht geklappt haben. So. Aber die Frage ist doch auch, bin ich überhaupt schon mit mir selber cool? Also muss ich mich nicht erstmal irgendwie selbst daten und sagen und in den Spiegel gucken und sagen, ey, die Person finde ich nicht cool? Ich glaube, sehr viele oder der Großteil von hier hat verstanden, wie sehr sie sich wirklich mit diesem Thema auseinandersetzt und wie es ihr wirklich am Herzen liegt. Gleich, wenn ihr die Lyrics hört, dann wisst ihr ganz genau auch noch, was sie wirklich alles beschäftigt. Trotzdem jetzt nochmal die Frage, bevor es losgeht. Du setzt dich so viel dafür ein und vielleicht in deinem Umfeld bist du auch schon eigentlich dafür bekannt. Ist es manchmal eine Bürde oder macht es eigentlich wirklich Spaß und es erfüllt dich? Ich glaube, ich habe schon manchmal Angst, dass ich es noch nicht komplett so erfülle. Also das Problem ist ja, also die Gesellschaft ändert sich ja nicht nur, weil ich mich hier hinstelle und feministisch bin. Also es ist halt so, nur wegen meinem Song hat sich nicht alles geändert auf einmal. Also es hört doch nicht auf einmal die ganze Welt auf, sexistisch zu sein. Und deswegen unterliege ich, glaube ich, auch noch in vielen Situationen bestimmten Geschlechterrollen und denke mir dann, oh Mann, ich vertrete das ja gar nicht komplett. Aber ich glaube, ich werde mich jeden Tag daran erinnern, dass ich nur, weil ich ein Mädchen bin, nicht bestimmte Dinge nicht machen kann, sondern ich kann alles machen, weil ich bin. Fällt. Okay. So. Dann wollen wir jetzt gar nicht weiter Zeit verlieren. Ich glaube, wir haben aber alle jetzt die nächste Aufgabe bekommen. Und zwar, nach diesem Lied hier zeigen wir Fine wirklich mal, wie viel so eine Message hier aussagen kann. Wie viel es einfach mit den Leuten hier machen kann, die gerade zuhören, die gerade sich die Zeit genommen haben und jetzt gerade sich wirklich die ganze Zeit hier auf Fine konzentrieren und auch auf ihren Song. Deswegen, das ist die zweite Aufgabe. Viel Spaß mit dem Song. Nein, Mann! Ich will meine eigene Bachelorette sein. Von mir bekommt hier keiner eine Rose. Oh nein! So oft stehe ich vorm Spiegelbild und will so aussehen, wie es anderen gefällt. Doch ich
Self-Love ist der Shit, ich mach so, weil's mir gefällt. Ja, wir wollen die große Liebe, die ganz große Liebe. Ich will keine Schokolade und auch keinen Mann. Ich hab nur die eine Frage, verdammt. Wann verlieb ich mich in mich? Wann verlieb ich mich in mich? Ich denk mich jetzt schon lange eigentlich. Doch wann verlieb ich mich in mich? Wann verlieb ich mich in mich? Wann verlieb ich mich in mich? Ich kenn mich jetzt schon lange eigentlich. Doch wann verlieb ich mich in mich? Wann verlieb ich mich in mich? Immer auf der Suche nach der besseren Hälfte. Doch Girl, kein Typ kann ich je ergänzen. You don't need a man to know that you're pretty. Lieb dich erstmal selbst, Ladies first, wie die Briten. Oh nein, ich hab's noch nicht geschafft. Ich hab mich immer einfach in die Friendzone gepackt. Doch dann fiel mir auf, Männer haben keine Zeile. Mein Body ist der schönste, ich werd dabei bleiben. Kein Typ, kein Dude will ich heißer finden als mich selbst. Self-love ist ein Shit, ich mach so, weil's mir gefällt. Ja, wir wollen die große Liebe, die ganz große Liebe. Ich will keine Schokolade und auch kein Mann. Ich hab nur die eine Frage. Wann verlieb ich mich in dich? Wann verlieb ich mich in mich? Ich denk mich jetzt schon lange eigentlich. Doch wann verlieb ich mich in dich? Wann verlieb ich mich in mich? Wann verlieb ich mich in mich? Ich kenn mich jetzt schon lange eigentlich. Doch wann verlieb ich mich in mich? Wann verlieb ich mich in mich? Wann verlieb, wann verlieb, wann verlieb ich 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 mich? Wann verlieb, wann verlieb ich mich an dich? Yeah. Wann verlieb, wann verlieb, wann verlieb ich mich? Wann verlieb ich mich an dich? Wann verlieb ich mich in mich? Wann verlieb ich mich in mich? Ich date mich jetzt schon lange eigentlich. Doch wann verlieb ich mich in mich? Wann verlieb ich mich in mich? Wann verlieb ich mich in mich? Ich kenn mich jetzt schon lange eigentlich. Doch wann verlieb ich mich in mich? Wann verlieb ich mich in mich? Nur in mich, nur in mich. Mich in dich, nur in mich. In kein Typ, kein Typ, nur in mich. Wann verlieb ich mich in mich? Wann verlieb ich mich in mich? Verlieb ich mich in mich? So, und jetzt ihr, ja? Und los. Go. Wann verlieb ich mich in mich? Ich mich in mich. Liebt euch alle, verliebt euch alle in euch selbst. Wehe nicht. What do we need? So power. Oh, do we want it? So power. Oh, do we need it? So power. Yeah, we got have it. So power. We got to get down.
ich weiß nicht, ob wir es schon erwähnt haben, ist jetzt auch ein bisschen spät vielleicht, aber die ganzen Songs haben die Birdies natürlich selbst geschrieben. Allesamt. Credits due where credits fucking due. Und jetzt unsere turbulente Tiara. Also. Hallo Lilith. Hallo. Dein Zitat heute, you don't hurt me, but I do. Interpretiere dies. Okay, bevor alle denken, dass ich mich selber verletze, nein, das tue ich nicht. Mir geht's super, vielen Dank. In meinem Pre-Chorus singe ich Overthinking keeps me up at night und das ist eine Art Erklärung dafür. Und zwar tue ich mir selber weh, indem ich viel zu viel über Sachen nachdenke. Und dieses You ist an meinen Freund gerichtet, weil ich habe ihm versprochen, ich schreibe einen richtig, richtig coolen Song für ihn oder über ihn. Ich hatte aber gar keinen Bock, auf die Bühne zu gehen. Ich hatte gar keinen Bock, auf die Bühne zu gehen mit einem Song, den ich geschrieben habe, nur für jemand anderen, weil ich es mir versprochen habe. Yes! Ich will auf die Bühne gehen und einen Song singen, den ich geschrieben habe, für mich selbst, mit dem ich mich selbst identifizieren kann. Also habe ich quasi einen Song für mich geschrieben, den ich aber an meinen Freund richte. Und zwar geht es in dem Song darüber, dass ich ihm sage, wie vorsichtig er mit mir sein muss, weil ich eine sehr verlässliche Person bin und ich ziemlich zerbrechlich bin. Und deshalb muss er sehr vorsichtig mit meinen Gefühlen umgehen. Sehr, sehr gut. Ist besagter Freund heute hier? Ja. Wo? Steh auf. Da. Da hinten, da hinten. Ich. Okay, okay. Also, gelber Hoodie, erklär. In meiner ersten Strophe singe ich irgendwas von Yellow Hoodie. Was? Und, Surprise. Ups. Und, Alles lang. Super. Und als wir uns das erste Mal getroffen haben, hat er diesen Hoodie angehabt. Und meine beste Freundin war dabei, die übrigens auch da sitzt. Hello. Und wir haben über diesen gelben Hoodie gesprochen, weil wir haben darüber gesprochen, dass mein Freund zu den Menschen gehört, denen gelbe Hoodies stehen. Und dann ist es so eine Art Joke geworden. Und deshalb, ich sehe schon manche gelbe Hoodies. Das sieht gut aus, Leute. Und deshalb habe ich das mit reingebracht, damit das ein persönlicher Song wird. Okay, so eine Bedienungsanleitung an jemanden zu geben, gleich am Start von einer Beziehung, das ist jetzt, höre ich nicht so oft. Denkst du, das würde unsere Gesellschaft an sich ein bisschen weiterbringen, wenn jeder immer so offen mit seinen Gefühlen wäre und auch vielleicht ab und zu mal eine Bedienungsanleitung rausschicken würde? Also erstmal ist es eine Bedienungsanleitung, also mein Song ist eine Bedienungsanleitung, weil es ist quasi auch eine Liebeserklärung an mich selber, weil ich erlaube es mir einfach, meinem Freund zu sagen, wie er mit mir umgehen soll. Pass aber auf. Leute, das dürft ihr machen. Ihr dürft sagen, wie Menschen mit euch umgehen sollen, damit ihr nicht verletzt seid. Und, ja, mal, die ist einfach 15, 16? Ich bin 16. Alter, offene Kommunikation, das kriege ich heute noch nicht hin. Genau, und was die Gesellschaft angeht, also es könnte ziemlich schnell nach hinten losgehen, weil viele das in den falschen Hals kriegen könnten. Aber ich finde, jeder sollte diesen Respekt vor sich selbst haben und sagen, ey, das verletzt mich und ich will nicht, dass es mich kaputt macht, so wie wir miteinander umgehen und deshalb, ich will das ändern. Bam. Hat, kurz noch kurz, bevor ich dich singen lasse, hat dein Freund das Lied jetzt schon gehört? Ja. Und? Ja, hat er. Und? Er mag mein Lied. Ich auch. Und ihr sicherlich auch. Let's go. Okay, let's go. Still thinking about the time we spent, you and that yellow hoodie. First time holding my hand.
but my heart is out of gas. So remember that for me, 'cause I want this to last. 'Cause overthinking keeps me up at night. So do you even love me? So come and hold me tight. You give me your tears, you give me your pain. Every single day you give, every single thing you have, give it all again and again. You give me your blood, though it's not all in vain. Well, this might seem easy to you. You don't hurt me, but I do. You don't hurt me, but I. So, ja, alles klar, das geht. Hallo Vivian. So, für die Leute nochmal, die es jetzt gerade nicht bekommen haben, das ist Vivian. Und Vivian hat nicht so wie die anderen in der Musik ihre Power bzw. diese Kraft oder einfach mal so diese überschüssige Energie zum Rauslassen, sondern meiner Meinung nach und auch der anderen, zumindest von Sergio und Lilith, ist es so, dass wir auf jeden Fall einen Ruhepol in der Musik sehen, einfach bei Vivian. Ihr werdet es gleich hören, man ist komplett entspannt, man kriegt einen komplett eigenen Vibe und man wird einfach eingezogen in diese Musik. Wie würdest du den Leuten einfach mal deinen Prozess beschreiben, von der Emotion, von deinem Gedanken bis hin zur fertigen Musik? So, also ich würde es jetzt nicht unbedingt als Ruhepol bezeichnen irgendwie. Also ich habe schon sehr krasse Emotionen, sehr auffühlende Emotionen. Aber letztendlich kommt es halt alles sehr ruhig und sehr verträumt raus, weil irgendwie auch so mein ganzes Leben einfach so einen Traumschleier irgendwie hat. Also jetzt for real so. Und ja, also es ist einfach so eine gewisse Melancholie, Nostalgie, Tragik, die so mein Leben so durchzieht, womit ich halt auch so irgendwie so ein bisschen Romantisierung in mein Leben reinbringe und alles. Und das findet sich halt alles so in meiner Musik wieder. Und ich hoffe, dass, ja,
dass nicht nur so Einschlafmusik ist, sondern wie gesagt, dass Leute halt wirklich diese Tragik und diese wirklich eigentlich sehr tiefen Emotionen. Wieso heule ich jetzt? Hä? Genau das. Einmal Lärm dafür. Ja, dass sie das halt auch so mitbekommen und alles, genau. Okay, du sprichst in deinem Song um über den Zauberer des Südens. Willst du den Leuten verraten, was es damit auf sich hat? Nein, doch, möchte ich zwar, es ist halt eine Metapher, obviously. Ich benutze eigentlich die ganze Zeit nur Metaphern in meinen Songs und Gedichten. Und der Zauberer des Südens, es geht eigentlich wirklich um eine ganz bestimmte Band, ich werde jetzt den Namen nicht nennen, die mich einfach durch eine ziemlich schwere Zeit gebracht hat. Also ich war so künstlerisch, kreativ, total so am Ende, körperlich am Ende, psychisch am Ende. Und da habe ich diese eine Band irgendwie, ich habe mir einen Live-Auftritt von denen angeguckt und ich dachte mir so, oh mein Gott, die energetisieren mich gerade so. Und dann musste ich einfach so eine Hymne irgendwie auf die schreiben, weil mich das so einfach inspiriert hat, was die machen und alles. Und mich selber so als Künstlerin nochmal so, also ich habe dann selber so gemerkt, so, okay, das will ich irgendwie voll machen. Also das ist halt einfach so, auch für mich ist diesen Werdegang, okay, will ich Künstlerin werden? Ich bin ja irgendwie auch schon Künstlerin, aber will ich das weiterführen und so weiter und so fort? Und dass das irgendwie so ein Umschwung war, so, wo ich mir gedacht habe, ich bin Künstlerin und das ist das, was ich halt machen will. So. Nice. Wir haben... Ich glaube, wir haben jetzt schon mal einen sehr guten Einblick bekommen, wie echt und wie ernst deine Emotionen wirklich in deine Musik verpackt wurden von dir. Was würdest du den Leuten trotzdem jetzt nochmal in Bezug oder auf das Thema Verletzlichkeit mitgeben, kurz bevor wir deinen Song hören? Verletzlichkeit zeigen ist eine sehr große Stärke, auch wenn manche Leute das nicht so sehen. Und ich würde es immer sehr appreciaten, wenn ihr mit anderen Leuten verletzlich seid. Und auch so, wie Tiara auch schon davon geredet hat, offene Kommunikation, das ist ja alles Verletzlichkeit. Und ich finde es halt, also es ist Teil meiner persönlichen Kommunikation, würde ich euch gerne mitgeben. Nice, nice. Dann bitte ich jetzt nochmal um... Okay, gab es noch ein Aber? Nee, doch nicht. Alles klar, dann bitte ich jetzt nochmal um einen ganz großen Applaus und wirklich merkt euch das, was die Einzelnen jetzt hier gerade wirklich nochmal sagen. Nehmt es mit nach Hause, es sind Messages, die wirklich ernst gemeint sind und es soll nicht einfach nur hier so als Show abgetan werden und dass wir jetzt sagen, ihr guckt es euch diesen Abend an und dann ist es wieder vergessen. Nehmt euch diese Messages wirklich mit nach Hause und denkt mal drüber nach und versucht es vielleicht irgendwie mit in euren Alltag einzubauen oder vielleicht auch nur 10 Minuten drüber nachzudenken. Ich glaube, das verändert nämlich sehr viel. Amen.
unsere magisch. Ein Wort magisch. Dankeschön, Vivien. Danke für die Reise. Und als nächstes haben wir Chiara. Hallo. Ihr Titel ist Alle hören hin, keiner hört zu. Ja. Und welche Erfahrungen hast du mit deinem Titel gemacht, den du so ernannt hast? Es gab eine Zeit in meinem Leben, wo ich mich ziemlich allein gefühlt habe, obwohl ich wusste, ich bin's nicht. Aber ich hatte früher halt so eine Person, wo ich immer meinen Müll lassen konnte und die hat mir halt immer zugehört. Und dann war es mir auch egal, wenn mir irgendwer anders nicht zugehört hat. Als ich diese Person nicht mehr hatte, kam halt erst diese Gedanken so, dass mir Leute nicht richtig zuhören. Also die hören hin, aber hören nicht zu. Und es ist manchmal echt fucking verletzend, wenn dir jemand nicht richtig zuhört, wenn du was Wichtiges zu sagen hast. Ja, deswegen ist das so entstanden. Was tust du meistens dagegen, wenn dir jemand nicht zuhört? Sagst du, sprichst du es direkt an oder wie gehst du damit um? Also die meisten Leute in meinem Umfeld kennen das Lied bereits und deswegen merken die gerade schon selber. Also ich habe das Lied so als Appell geschrieben, sodass, also ich mache auch nicht immer alles richtig, ich höre auch manchmal nicht richtig zu. Aber so, wenn ich dann die Leute schon so angucke, dann merken die so, ja okay, Entschuldigung. Und dann, dann ist man wieder im Gespräch mit drin. Also ich bin der Meinung, dass mein Lied bis jetzt schon echt viel gebracht hat, weil die Leute sich wirklich Gedanken drüber machen. Geil, geil, cool. Und letzte Frage noch. Und zwar, an wen ist es noch gerichtet, dieses Höre hin, höre nicht zu? An wen ist dein Lied nochmal gerichtet? An bestimmte Personen und warum? Also ich denke erstmal, dass sich damit jeder angesprochen fühlen kann, weil jeder von uns hat schon mal nicht richtig zugehört und ich glaube, jeder war schon mal in beiden Positionen. Deswegen einfach ein Appell an alle, hört den Leuten richtig zu, hört einem Gegenüber richtig zu. Thank you, thank you. Viel Spaß beim... Willst du noch was sagen? Ja, ich würde gerne noch was sagen. Das Lied ist eigentlich ein Duett.
Sebo kann aber heute leider nicht da sein. Ja, er rappt und also ich rappe nicht, aber heute leider schon. Also ich habe in meinem ganzen Leben noch nie gerappt. Ich kenne mich damit wirklich nicht aus. Ich bin nicht Fiene, also wirklich. Du kriegst das hin. Safe. Ich hab den Text also vor der Bühne, bevor das angefangen hat, so 10 Minuten gelernt. Mal gucken. Ich gebe mir Mühe. Wir werden gucken und zuhören. Und ansonsten haben wir noch kurz vorher an den Toms haben wir einmal Sibu und Tiara, die mitmachen. Genau. Und let's go. Viel Spaß. Vorbei, dann reden nur wir zwei, erzähl mir keine Lies. Und immer wenn ich wach bin, seh ich dich. Versuch's mir zu erklären, doch versteh's nicht. Du und ich zu zweit, das ist Vergangenheit. Keiner hört mir zu. Früher warst du. Hier raus, doch ihr glaubt mir nicht. Ich sag, er tut dir weh, doch ihr glaubt mir nicht. Ich sag, er ist Rassist, doch ihr glaubt mir nicht. Ich sag, ich muss hier raus, doch ihr glaubt mir nicht. Erklär dir meine Welt, doch ihr glaubt mir nicht. Alle hören hin, doch keiner hört zu. Ich suche nach nem Sinn, ich spür ich nur noch Wut. Ach so, was ich noch sagen wollte zu Chiara.
Das wird die nächste Taylor Swift. Behandelst du die Scheiße, schreibt sie einen Song über dich. Ja? Okay. So, ihr habt jetzt die 10 Künstler hier gehört. Ihr habt 10 verschiedene Messages mitbekommen. Und bevor wir jetzt gleich nochmal in die Pause gehen, ist es jetzt an mir, nochmal eine Message mitzugeben. Und meine Message ist im Großen und Ganzen einfach das Erinnern. Das Erinnern daran, einfach Kind zu sein, jugendlich zu sein und das Wissen zu haben oder einfach den Mut zu haben, einfach mal zu träumen. Einfach mal wirklich zu glauben, dass man alles schaffen kann. So. Als Kind, jeder von euch kann sich daran erinnern, wo er gedacht hat, egal was, ob es vom Reiten bis hin zum Astronaut über was weiß ich ist, jeder dachte sich, er schafft das. Und er hat nicht eine Sekunde daran gezweifelt. Wenn ihr die 10 hier hinter mir einfach mal anguckt und euch jetzt mal nicht auf diesem Festival oder auf diesem Fest, auf diesem ganzen Ding hier befindet, dann würden sehr viele immer wieder denken, ach, das wäre nicht möglich oder die träumen und die leben in ihrer eigenen Welt. Und genau das ist das Schlimme. Es ist wirklich einfach schlimm, dass man sich nicht mehr offen so dazu äußern kann in der Öffentlichkeit und sagen kann, ey, ich möchte genau das werden und keiner kann mir irgendwie was einreden oder irgendwie mich davon abhalten. Jeder von uns kann einen Traum haben, jeder kann sich trauen zu träumen und das Schlimme ist wirklich, selbst wenn man sich selber vielleicht aufgegeben hat, so, es ist das Schlimmste, wenn man andere mitzieht. Das Schlimmste, wenn man jemanden hört, der von seinem Traum erzählt und dann zu sagen, das wird nichts. Dann zu sagen, hätte, wäre, könnte, das geht nicht, aber, das sind alles Wörter, die wollen wir gar nicht hören. Wir wollen weiter träumen, wir wollen daran glauben, dass wir es schaffen und genau deswegen sind wir hier. Danke sehr. Jetzt nochmal 15 Minuten Zeit, um das alles hier zu verinnerlichen. Vielleicht was auch aus sich rauszugeben. Geht auf Klo. Also 15 Minuten Pause. Denkt über die Messages nach, nehmt's mit und habt einfach einen schönen Abend. Genießt das Ganze hier. Remember where I started. Alright, Leute, seid ihr ready? Nein, 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 warte mal ganz kurz. Seid ihr ready? Okay. Dann steht mal alle auf. Steht mal alle auf. Jetzt ist mal eine Pause. Wir stehen alle auf. Und dann machen wir Soul Power. Yes, sir. Und dann gehen wir nochmal ein bisschen runter. Okay. Soul of Water ist wieder auf der Bühne. Also wie Andrew gerade schon seine Message mit euch geteilt hat, möchte ich jetzt auch meine mit euch teilen. Meine Message hat viel damit zu tun, weswegen ich heute hier stehe. Ja. Denn ich finde, es ist sehr, sehr wichtig, besonders für Jugendliche, aber auch eigentlich für jeden hier, dass man sein eigenes Ventil findet. Sein Ventil für Emotionen, die definitiv raus müssen, weil manchmal durch den Einfluss der Umwelt
ist die Welt etwas gemein zu einem. Und das passiert jedem und das kennt eigentlich auch jeder, dass die Welt ist gemein und dann hast du auf einmal diese ganzen Gefühle und du weißt nicht ganz, woher damit, weil sie kommen ja nicht von dir, sie kommen ja irgendwie von außen. Und dann ist es halt wichtig, dass du dieses Ventil hast, um diese Emotionen auch wieder nach draußen zu bringen. Weil wenn du dir nicht reinschluckst, dann verliert man sich selbst manchmal und dann weiß man nicht wohin und dann wirkt das sich schlecht wahrscheinlich auf den, vielleicht sogar auf den physischen Körper aus oder auf den mentalen oder whatever. Und deshalb ist es wichtig, dieses Ventil zu haben. Und ich finde, mit diesem Ventil kann man auch versuchen, die Umwelt zu prägen. Weil wenn die Umwelt gemein zu dir ist, dann ist es eigentlich wichtig, dass du diesen Boomerang-Effekt hast und diese Energie und diese Gemeinheit und diesen Schmerz wieder rauskatapultierst. Kraft mager. Und deshalb stehe ich halt auch hier, weil es ist mir wichtig, besonders Jugendlichen auch diese Bühne zu geben und vielleicht auch einen Weg zu zeigen, mit diesen Emotionen umzugehen und die nicht in sich reinzufressen. Deshalb bin ich hier. Tikima, Tikima. Tikima. Eure Mikros, Kinder. Tiara, Chiara, Marie, Tikima. Tikima, 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 Tikima. Also, ihr, euer Song, Everyone Except For Me. Wollt ihr was dazu erklären? Ja. Also, in dem Song geht es so darum, dass man sehr viel Energie immer für andere aufwendet, aber die Energie ganz oft nicht zurückbekommt. Und man macht das immer wieder und das ist irgendwie so ein Chaos im Kopf, weil man sich denkt so, warum tue ich mir das immer wieder an? Warum stecke ich diese ganze Energie für andere ein und nicht für mich selber? Ja, und das ist eigentlich so die Message des Songs. Egal. Und wie habt ihr euch darauf geeinigt? Habt ihr irgendwie, wie verbindet euch das? Also am Anfang war es halt so, dass eigentlich nur Chiara und ich zusammen das, also es sollte eigentlich ein Duett werden, aber dann kam noch Chiara dazu, aber oh, es verwirrt mich. ja, also ich sag einfach nur noch Iara, dann kann ich es nicht falsch kriegen. Auf jeden Fall haben wir dann halt so gebrainstormt, was verbindet uns, haben wir irgendwo einen gemeinsamen Nenner und wir haben wirklich über alles versucht, haben wir getrennte Eltern, über gefailte Beziehungen, alles mögliche haben wir geguckt, worüber können wir jetzt einen Song schreiben, was verbindet uns. Und dann sind wir eben auf dieses Thema gekommen und wir haben gemerkt, dass uns das beide verbindet und dass wir uns dabei beide einfach sehen und das uns verbinden. Und wir haben auch in den einzelnen Strophen hat jeder halt so seine eigenen Gefühle und seine eigenen Erfahrungen noch reinpacken können. Und das ist auch geil, weil ich mich voll mit den Sachen von denen identifizieren konnte. Und das Gute ist, also es ist nicht gut, also es ist jetzt nicht gut, aber bei dem Thema unseres Songs kann sich, glaube ich, hat jeder irgendeine Story dazu zu sagen. Einfach weil jedem sowas schon mal passiert ist, dass man beispielsweise ausgenutzt wurde, indem so, das hast du erzählt, jemand hat dich so ausgenutzt, weil du so Therapy gemacht hast. Und dann, ja, ich war für jemanden so ein Therapist, also so Therapeut. Und als ich ihn brauchte, war er halt für mich nicht da. Das ist zum Beispiel so, also so ein Beispiel dafür. Habt ihr anderen beiden auch sowas erlebt? Naja, also es war halt oft so, dass es gibt diese eine Person, die mir unglaublich viel anvertraut hat und wofür ich auch sehr, sehr dankbar bin. Und also, dass sie so offen mit mir war. Aber ich habe halt nie das Gefühl, also ich hatte halt nie das Gefühl so wirklich, dass ich auch mal dran bin und dass ich auch mal meine Probleme abladen kann. Weil ich immer gedacht habe, wenn es mir richtig scheiße ging, habe ich gedacht, jetzt brauche ich irgendjemanden zum Reden, aber ich habe so an diese Person gedacht und gedacht, was ist, wenn sie selber einen schlechten Tag hatte, was ist, wenn es ihr gerade selber schlecht geht, ich will sie dann nicht auch noch damit belasten und das habe ich halt immer gedacht, deswegen konnte ich mich nie wirklich öffnen und ja, das stand dann auch ziemlich im Weg zwischen uns beiden und ja. Let's do this. Thank you.
try my best for you to be impressed. I think inside from people I don't like. Chaos in my head, I'm so messed up to get me out of my bed. Chaos in my head. I'm waiting for the day for me to say what's on my mind. But then you're deaf and you are blind. Chaos in my head. People think I'm alive, but inside I'm dead. I'm dead. I'm dead. Chaos in my head. My head. Everything I touch seems to break. Too. I hope you know I'm always there for you. I try to make a cut, but my prom's catching up. Chaos in my head. I thought you'd understand, but I was wrong with my bed. My bed, my bed. Chaos in my head. My head, my head. Everything I touch seems to. Schön, Tiki Ma. Und als nächstes haben wir Jamie, das zwischen Jada und Emily besteht. Aber Jada ist ja leider nicht da heute. Deswegen wird das Chor ein bisschen mehr mithelfen bei Emily. Und das Lied heißt Circle Between Lying and True. Und in dem Song sagt ihr The Point of View. Erstmal, wessen Point of View meint ihr?
Also ja, Jada und ich, wir meinen halt einfach wirklich every single one, der einfach irgendwie in seinem Head so hat, wenn man so über die Straße geht und eine Person sieht, boah, der gehe ich jetzt erstmal so einen scheiß Blick oder dem gebe ich erstmal so einen scheiß Blick. Das ist genau das, was ja Jada und ich eben so ja, damit ausdrücken wollten. Das ist deine Meinung, deine Ansicht, your point of view. Und die interessiert uns halt gar nicht, aber ihr solltet die auch nicht irgendwie behalten, sondern bitte mal irgendwas ändern da oben. ja, deswegen, genau. Und ihr habt ja auch gemeinsam diesen Song geschrieben. Und wie habt ihr euren Text gefunden oder zusammen schreiben können? Oder welche Probleme haben sich bei euch überschnitten, dass ihr einfach zusammen diesen Text gemacht habt? Also erst haben wir uns halt eben so besprochen, haben uns angeguckt und wir waren uns eigentlich ziemlich schnell sicher, dass wir über Rassismus reden wollten, weil wir halt, also bei Jada ist es zum Beispiel das Kopftuch und bei mir ist es eben meine Hautfarbe, wo wir halt eben viele ja, Konfrontationen haben mit Your Point of View und das hat uns eben so verbunden, deswegen wussten wir, okay, wir machen das safe so. Und dann haben wir es halt eben so gemacht, dass wir in der einen Strophe so machen wollten, dass ich halt eben über meine, sozusagen meine Point of View so rede und wie ich euch, also die Leute, die eben so diese Meinung oder diese Voreinstellung haben und Vorurteile, ja, irgendwie sehe oder was ich über die denke. Und eben dann Jada über ihre, also das aus ihrer Sicht macht. Und wir dann im Refrain so zusammenkommen und denen dann zeigen, dass ja, das halt einfach eine Lüge ist und ein bisschen irgendwie so manchmal so eine Mischung zwischen Lüge und Wahrheit. Circle between lying and truth. Ja. Ja. Und du hast halt das Vergnügen, jetzt beide Points sozusagen. Genau. Und ich wünsche dir viel Spaß. Könnt mir ja helfen. Die werden erstmal zuhören. Ja. Und dir dabei zuschauen, wie du das abrockst. Genau, also ich wollte noch mal zwei Dinge sagen. Und zwar wird Vivian kommt nach vorne, sie wird beim Refrain aushelfen. Ansonsten ist der Chor mit dabei. Und als zweites, wir sind ja hier alle, um zu lernen. Und es geht darum, Hautfarbe ist ein Konstrukt. Ja? Und wir werden niemals Leute verurteilen, weil sie einem Konstrukt entsprechend anders aussehen. Das ist nämlich eine Lüge. Eine Lüge.
but you're lying and true. Your point of view, it is a circle but you're lying and true. Jetzt nochmal allgemein für den ganzen Abend diese Unterstützung, einmal für die Band und auch für Joey, gerade für dieses Solo. Geil. Nice, nice. Genau, genau. So, jetzt würden wir zum nächsten Duett kommen oder zum nächsten Duo. Das würde bestehen einmal aus Vivian und einmal Sipo. Sipo ist heute, wie gesagt, leider nicht da aufgrund von Quarantäne. Dementsprechend haben wir jetzt Vivian hier. Er ist im Geiste dabei, also denkt die 100%. Ganze Zeit an Sipo. So, so jetzt bei dem Lied Spiegelmauern ist es so, dass ihr beide euch auf jeden Fall zusammengesetzt habt und auch eure eigene Message, wo ihr euch überschneidet, wo ihr eure Leben sich überschneiden und auch eure Probleme sich überschneiden. Da, genau da habt ihr euch getroffen. Willst du ein bisschen was zur Entstehungsgeschichte erzählen? Genau, also das Lied heißt ja Spiegelmauern und das ist natürlich wieder eine Metapher. Und wir saßen halt zusammen, wir wurden halt zusammengewürfelt von Billy Ray und Tiana. Und dann saßen wir erstmal und haben halt irgendwie assoziiert und so weiter und so fort und haben überlegt, über was wir schreiben und wie wir darüber schreiben und so. Und bei denen im Garten gibt es halt so eine Spiegelmauer quasi. Und dann haben wir das im übertragenen Sinne so verarbeitet quasi, dieses wirklich direkte Bild eigentlich der Spiegelmauer, dass wir halt über Selbstsabotage sprechen wollen. Also quasi, man baut sich eine Mauer und die ist aus Spiegeln, das heißt, man ist selber die Mauer letztendlich, weil man ja nur sich selbst sieht in dieser Mauer. Und genau, das ist sozusagen das, was der Song ausdrückt. Einfach Erfahrungen. Ja, genau, dafür erstmal einen Applaus. Ich glaube, es ist sehr wichtig, jetzt auch nochmal festzuhalten, dass es wirklich jetzt gerade darum geht, also es geht um Selbstsabotage. Wirklich, dass man sagt, man ist selber die Mauer und man steht sich manchmal einfach selber im Weg. Wenn wir das Thema Selbstsabotage jetzt ansprechen, was würdest du den Leuten da mitgeben? Selbstsabotage ist normal, also kennt bestimmt jeder, aber irgendwann, also ich denke mal, es ist nicht so leicht quasi zu checken, wenn man sich selber im Weg steht. Aber wenn man das erstmal gerafft hat, dann sollte man auch doch die Wege einleiten, das halt irgendwie in den Griff zu bekommen, ne? Facts, facts. So, wir wollen jetzt direkt mit der Musik anfangen. Ich will den Leuten gar nicht die Musik vorenthalten. Jetzt aber noch kurz davor, möchtest du eine Message an Sipo raushauen und danach mit der Musik anfangen? Die letzten Worte hast du. Ich verabschiede mich jetzt schon mal und viel Spaß. Ja, also Sipo ist mir irgendwie echt mega ans Herz gewachsen, ehrlich gesagt, und so. Und ich kann seine Struggle auch total nachvollziehen auf mehreren Ebenen. Und ich singe das quasi, habe ich auch beim ersten Mal, ehrlich gesagt, schon für ihn gesungen. Und diesmal singe ich es auch wieder für ihn und alles. Und ja, genau, also all power to him, basically. Thank you.
dich kurz mit der Message. Jetzt bin ich dran mit einer Message. Eigentlich dachte ich, ich bin danach erst dran, aber die kommt jetzt erst. Und meine Message ist es, Entscheidungen zu treffen und Entscheidungen auch zu wählen, welche man treffen will. Zum Beispiel die Entscheidung, dass ihr heute entschieden habt, da zu sein. Dass die alle entschieden haben, da zu sein. Das ist schon mal die richtige Entscheidung. Dankeschön. Und dann die Entscheidung zu treffen, mit 15 Rapperin zu sein, mit Feminismus als Thema. Die Entscheidung, jemandem eine Bedienungsanleitung zu geben von sich selbst. Die Entscheidung auch bei dem Livestream, du hast alles abgesagt, nur dass du dabei bist und auch hier heute dabei bist und hinzuhören. Die Entscheidung, einfach Leuten zuzuhören und dann auch die Entscheidung, Spiegelmauern zu bauen und sie selber auch zu durchbrechen, weil man sie einfach kennt und wahrnimmt. Die Entscheidung wahrzunehmen, dass auch Kinder Gefühle haben und eigentlich auch manchmal mehr zu sagen haben, als Erwachsene denken. Und weil die Jugend ist die Zukunft und wir sollten uns für die Jugend entscheiden und nicht für uns selber. Und das ist der Grund, warum ich mit Andrew und Remember Why I Started auch hier stehe. Wir wollen etwas Weltveränderes machen und das ist unsere Entscheidung. Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön. Jetzt kommen wir zu den Last Parts. Ich bitte euch. Also, Fine, Elias, Siu, kommt her, kommt ran. Ihr kriegt das noch hin, irgendwann. Also, euer Song, Wer, wenn nicht wir, habt ihr ganz bestimmt aufgeteilt untereinander. Würdet ihr das bitte erklären? Ja, also in Wer, wenn nicht wir geht es ja ganz viel darum, dass man sich auch einsetzt, wenn für Dinge, auch wenn erstmal vielleicht andere sagen, ja, du bist doch gar nicht betroffen, da stehst du doch gar nicht in der Verantwortung. Aber das Problem ist, also, wenn Sexismus oder Rassismus passiert, die Leute, die zugucken und nichts machen, die sind genauso dran schuld wie die Leute, die ihn ausgeübt haben. Ja, also zu unserer Aufteilung. Ich denke, wir fangen das einfach mit den Parts nach an und jeder erklärt seinen Part, das passt dann am besten. Also, dann starten wir mit Fine erstmal. Genau, also Sivo und ich hatten uns zusammengesetzt und dann sind wir auf die Idee gekommen, das ist eigentlich voll interessant, wäre so die Standpunkte mal so umzudrehen. Also ich habe was über Rassismus geschrieben und Sivo hat was über Feminismus geschrieben. Genau, und das haben wir halt gemacht, weil wir mitgekriegt haben, wenn ich mich jetzt hinstelle und sage Black Lives Matter, wird es da hinten locker 2-3 Leute geben, die sagen, ja, war klar, dass der Dunkelhäutige natürlich das jetzt sagt, ne, ist klar. Aber deswegen, gerade deswegen haben wir da gesagt, ich werde jetzt mich mit einem anderen Thema beschäftigen, weil wenn ich sage, ey Leute, Feminismus oder Sexismus, anders, Sexismus gibt's nicht, geht nicht. Jungs, weitergehen, bitte. Dann werden die mir mehr zuhören, leider, als wenn das ein Mädchen sagt. Und deswegen haben wir das so aufgeteilt. Ja, also ich hatte dann den letzten Part und habe auch jetzt im Song den letzten Part, den zusammenfassenden Part, in dem ich das Ganze nochmal zu einem Appell einfach zusammengefasst habe. Und wenn es der letzte Part des letzten Songs ist, hoffen wir, dass das euch auch auf jeden Fall gut im Kopf bleibt. So, jetzt nochmal die Frage, was wollt ihr erreichen mit genau diesem Song? Wer, wenn nicht wir? Was möchtet ihr den Leuten jetzt nochmal mitgeben, die heute hier am diesen Abend da sind? Ja, also wir hoffen auf jeden Fall, dass wir viele dazu bewegen können, sich auch offen
gegen Diskriminierung auszusprechen. Und auch gerade schon in unserem Alter, dass man, egal ob es nur ein sexistischer Witz ist, der gemacht wird, dass man wirklich sagt, so, muss nicht sein. So. Okay, so, dann wollen wir jetzt zum letzten Song kommen. Es ist nochmal wichtig, das ist mir wirklich persönlich nochmal ganz wichtig. Jeder Einzelne, der jetzt heute hier war, danke. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, wirklich diese 10 Jugendlichen zu unterstützen. Wirklich die Zeit genommen hast, wie Sergio das auch schon gesagt hat, die Entscheidung getroffen hast, zu sagen, ey, ich unterstütze die auf ihrem Weg. Und auch wie ich und auch Liz es gesagt haben, Leute brauchen ihr Ventil. Aber Leute brauchen auch genauso Leute um sie herum, die sie pushen, die sie supporten. Und nicht jedes Mal einfach nur gegen eine Wand reden, wenn man von seinem Traum spricht oder von seinen Zielen. Und dass ihr alle hier seid, ist genau der richtige Weg. Und ich bitte euch, dass ihr das weiter so macht und dass ihr diese 10 Jugendlichen einfach unterstützt. Wer, wenn nicht wir? Ich sag euch, dieser Song hat Energy. Also die Leute, die sitzen, können sich direkt erheben. Ja, direkt. Auch der Mann mit der Mütze am Handy mit der Adidas-Cap hier. Was an. Ich fühl Fassungslosigkeit und Wut, seh ich, wie Rassismus mir und dir und allen wehtut. Jedes Mal, wenn ich lese, was Faschisten so für Scheiß verbreiten, denk ich, wie lang brauchen sie noch, bis sie es begreifen. Wir brauchen keine Schubladen, die uns reduzieren. Ihr seht doch, wir können alles, wir stehen hier, weil wenn nicht wir. Wer sorgt für Veränderung? Wer spricht solche Themen an? Wer? Wer? Spaßverderberin, du redest so viel Zeug. Du bist viel zu dominant, du findest nie einen Freund. Doch ich seh mich in der Pflicht, dich davor zu bewahren, später AfD zu wählen, um in Porsche zu fahren. Du findest das anstrengend, doch ich find's einfach richtig, um Respekt zu bitten, denn der ist für uns alle wichtig. Ich glaube ehrlich, ich hab hier die Peilung. Ach, und schwul ist kein Schimpfwort, das ist meine Meinung. Ich seh das 12-jährige Mädchen und sie weint, weil es keiner ernst mit dir meint. Ich sagte nein, nein, du bist nicht gleich. Lass keine falschen Menschen in dein Leben rein. Und ich sag dir, pass auf. Lass sie reden, lass sie lästern, yeah. Vielleicht fühlen sie sich besser, yeah. Nicht gönnen bis aufs Fenster, yeah. Sie wissen immer alles besser. Wer, wenn nicht wir, geht auf die Straße gegen Hass. Wer, wenn nicht wir, macht im Bus der Oma Platz. Ja, wenn ich spiele, kann das Ding hier noch drehen. Für Toleranz und Liebe aufstehen. Wer, wenn ich spiele? Wer, wenn ich spiele, sagt zu verändern. Wer, wenn ich spiele, spricht solche Themen an. Wer, wenn ich spiele? Macht euch bereit, mal ein bisschen Lärm, komm! Wann, wenn ich jetzt? Wer, wenn ich wir? Was außerhalb passiert, hat uns auch zu interessieren. Ich glaube, sie kapieren es erst, wenn sie mal verlieren. Trotzdem Fake am Kommentieren, wenn mal wieder wegrebiert. Das Leben nur ein Spiel, dann ist das gegen die Regeln ein schweres Vergehen. Nur, dass das noch zu wenige sehen, zu wenige verstehen. Überhaupt das Problem, dass von allem, was ich rede, deine Verantwortung ausgeht. Nur weil's
allem andere stört. Zeig Respekt, da wir als Menschen zusammengehören. Da Einsicht der Grundstein des Verbesserns ist. Sind das hier die Messages? The world's too small for hate and war. We break the walls by spreading love. The world's too small for hate and war. We break the walls by spreading love. Dankeschön, Dankeschön. Soul of Braunschweig. Ihr kennt den Song schon. Let's go. Oh, do we need it? So power. Do we want it? So power. Do we need it? So power. Yeah, we got to have it. Ihr so kennt den Text. Do we need it? So power. Do we want it? So power. Do we need it? So power. Oh, do we want it? Also Leute, vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank, dass ihr hier wart. Danke. Also wirklich, das waren alles selbstgeschriebene Songs. Das ist der Soul of Braunschweig, meine Damen und Herren. Folgt uns gerne auf Instagram, auf Facebook. Wir haben noch einige andere Projekte. Aber ich glaube, wir sollten lieber noch eins spielen. Es geht noch mehr. Zugabe!
jetzt nochmal das Finale, nochmal alle mit dabei, so wie eben gerade. Die ganze Energie, nimmt es nochmal diese Energie mit fürs große Finale und dann gehen wir gemeinsam als geschlossene Gruppe nach Hause, wirklich mit diesem Vibe von diesem Tag heute. Let's go! Lego, 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 Ich könnte es aufs Messer. Sie wissen immer alles besser. Lass sie reden, lass sie lästern. Vielleicht fühlen sie sich besser. Ich könnte es aufs Messer. Sie wissen immer alles besser. Lass sie reden, lass sie lästern. Vielleicht fühlen sie sich besser. Ich könnte es aufs Messer. Sie wissen immer alles besser. Sag mir was über mich, was ich nicht weiß. Sag was du willst, denn ich bleibe kitschig. Du bist krass in meinem Leben, diesen Pult mir so nicht schwer. Ganz unbeschwert, was für Nigger gab mir. Früher immer Problem her. Was für Nigger, ja, ich kenne meine Wehr. Lass sie reden, lass sie lästern. Vielleicht fühlen sie sich besser. Ich könnte es aufs Messer. Sie wissen immer alles besser. Lass sie reden, lass sie lästern. Vielleicht fühlen sie sich besser. Ich könnte es aufs Messer. Sie wissen immer alles besser. Ihr brachte mich zum Verzweifeln, aber damit auch zum Begreifen. Musste ich meine Sorgen mit dir schleifen, nicht wegen meiner Hautfarbe weise. Sie sagen, sie wollen tauschen, aber ohne die Probleme. Damit ist doch klar, sie verstehen meine Szene. Lass sie reden, lass sie lästern. Vielleicht fühlen sie sich besser. Ich gönn bis aufs Messer. Sie wissen immer alles besser. Lass sie reden, lass sie lästern. Wollte mich ändern, so dass es euch passt. Das hat vielleicht früher auch geklappt. Bin in diese Falle getan, hab mich heute wieder ertan. Die wollen tauschen, aber ohne die Probleme. Damit ist doch klar, sie verstehen meine Szene. Lego, lass sie reden, lass sie lästern. Vielleicht fühlen sie sich besser. Nicht gönnen bis aufs Messer. Sie wissen immer alles besser. Lass sie reden, lass sie lästern. Das war die letzte Strophe. Ich möchte euch jetzt alle hören. Wir machen die Refrain nochmal. Wir machen die Refrain nochmal. Ich will euch alle hören. Let's go. Ihr kennt doch den Text. Es geht so. Lass sie reden, lass sie lästern. Vielleicht fühlen sie sich besser. Nicht gönnen bis aufs Messer. Sie wissen immer alles besser. Let's go. Lego. 1, 2, 3, hey. Lass sie reden, lass sie lästern. Vielleicht fühlen sie sich besser. Bis aufs Messer. Sie wissen immer alles besser. Lass sie reden, lass sie lästern. Vielleicht fühlen sie sich besser. Nicht gönnen bis aufs Messer. Sie wissen immer alles besser. Vielleicht fühlen sie sich besser. Nicht gönnen bis aufs Messer. Sie wissen immer alles besser. Lass sie reden, lass sie lästern. Vielleicht fühlen sie sich besser. Nicht gönnen bis aufs Messer. Sie wissen immer alles besser. Lass sie lästern. Vielleicht fühlen sie sich besser. Nicht gönnen bis aufs Messer. Sie wissen immer alles besser. Lass sie reden, lass sie lästern. Vielleicht fühlen sie sich besser. Nicht gönnen bis aufs Messer. Okay, 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 okay. Vielen Dank an euch alle. Das war der Soul auf Braunschweig. Ich danke euch, ich danke euch. Alle Songs sind selbst geschrieben. Alle Songs sind pure from the heart. Und die nächsten Projekte werden kommen. Sie heißen Hör gut zu, sie heißen Guckt ab, sie heißen Soul of Braunschweig nächstes Jahr. Sie heißen vor allem Alternative sein Vater! Jemo! Das ist eine Messe für jugendliche Initiativen bis 25 Jahre. Wir treffen uns am 5.2.
Da findet die Messe statt. Jeder Aussteller, jede Ausstellerin kann sich gerne bei uns melden. info@ifabird.com oder tia@ifabird.com oder billyray@ifabird.com. Jeder ist herzlich willkommen. Wir haben 7 Kategorien. Aktivismus, Fashion, Urbanismus, Musik, Sport, Wissenschaft, Forschung, whatsoever. Schreibt uns an, wenn ihr auch Leute kennt, die sich gerne vernetzen würden. Am 5.2. ist die Chance. Nämlich bei Alternative sein Vater. Wir danken euch wirklich sehr, 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 dass ihr diesen 10 respektive 8 Jugendlichen den Raum geboten habt, sich heute hier ausdrücken zu können und ihre Gefühle, ihre innersten Gedanken preisgeben zu können vor euch. Und wir hoffen, dass ihr etwas gelernt habt. Wir haben sehr viel nämlich gelernt von diesen Jugendlichen in den letzten Wochen, nämlich, dass wir auf unser inneres Kind hören sollten. Und erwachsen werden ist eine Falle, das wissen wir doch alle. Wir danken euch. Wir schicken euch nach Hause mit 10 bzw. 14 Messages bzw. 17 Messages. Wenn ihr darüber nachgedacht habt oder nachdenken möchtet, könnt ihr uns auch gerne schreiben, wie das mit euch, wie das bei euch resoniert hat, was ihr vielleicht Neues entdeckt habt, was ihr Altes wiedergefunden habt, was ihr schon längst vergessen habt, weil wir ja auch erwachsen sind, ne, in unserer Welt. Wir würden uns sehr freuen und vielen Dank. Kommt gut nach Hause, schlaft schön. Soul Power! Soul Power, you know what it is? Lass sie gehen, lass sie lernen. Vielleicht fühlen sie sich besser. Nicht gönnt mich aufs Messer. Sie wissen immer alles besser. Lass sie gehen, lass sie lernen. Vielleicht fühlen sie sich besser. Nicht gönnt mich aufs Messer. Sie wissen immer alles besser. So, jetzt nochmal eine ganz wichtige Nachricht am Ende. Bitte, 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 nehmt es ernst und geht dieses Wochenende auch noch wählen. Nehmt eure Chance, wirklich, okay? Sonst, jede einzelne Stimme, die ihr nicht abgibt, ist eine Stimme für rechts. Und das ist einfach das Ding, wo wir gegenstimmen wollen. Und wo wir einfach Zeichen setzen wollen, dass wir mehr sind. Und jetzt gehen wir gemeinsam hier runter und haben Spaß. Lass sie reden, lass sie lästern. Vielleicht fühlen sie sich besser. Ich gönn bis aufs Messer. Sie wissen immer alles besser. Lass sie reden, lass sie lästern. Vielleicht fühlen sie sich besser. Ich gönn bis aufs Messer. Sie wissen immer alles besser. Lass sie reden, lass sie lästern. Vielleicht fühlen sie sich besser. Ich gönn bis aufs Messer. Sie wissen immer alles besser. Danke Braunschweig für diesen tollen Abend, ihr hattet eine super Energie, behaltet diese bei, bitte. Und während die Sonys jetzt runtergehen, bitte mit Applaus, nochmal Stimmung für den Abend.